Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine besondere Freude, Ihnen den diesjährigen Preisträger Junior Professor Dr. Kaila Won vorstellen zu dürfen, da er in meinem eigenen Forschungsgebiet ausgezeichnet wird. Mein Name ist Thomas Ertl und ich nehme diese Laudatio im Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart auf. Die Visualisierung hat als zentrale Aufgabe, komplexe Daten in eine visuell erfassbare Form zu bringen, die es dann den Anwendern erleichtert, Hypothesen aufzustellen, zu belegen oder zu verwerfen. Dieses interdisziplinäre Feld gewinnt in den verschiedensten Anwendungsgebieten immer mehr Bedeutung. Hierzu ist es nicht nur wichtig, den Methodenapparat der Visualisierung zu beherrschen, um Daten den Aufgaben angemessen darzustellen, sondern sich auch in die verschiedenen Gebiete hineinzuversetzen und sie zu verstehen. Nur so ist es möglich, neuartige Explorationswerkzeuge zu entwickeln, die bei der Untersuchung und Analyse der verschiedenartigsten Daten unterstützen. Dem diesjährigen Heinz-Meyer-Leibniz-Preisträger Junior Professor Dr. Kaila Won ist dies in mehreren Anwendungsgebieten auf beeindruckende Weise gelungen. Die Forschungs- und Entwicklungsergebnisse werden durch Szenarien aus der medizinischen Ausbildung, der Behandlungsplanung, der intraoperativen Unterstützung, den Biowissenschaften und der Computergrafik motiviert. Bemerkenswert ist, dass Herr Lavon trotz seines hauptsächlich mathematischen Hintergrundes auch die Beherrschung wichtiger technischer Aspekte wie die Entwicklung von Algorithmen für Grafikprozessoren unter Beweis gestellt hat. Kaila Won versetzt Daten mit Algorithmen, um sie so in eine vermittelbare und verständliche Form zu überführen. Von der Analyse eines Aneurysmas über Bildtriangulation in der Kunst bis hin zur Unterstützung der Denkmalpflege jahrhundertealter Putzritzungen, seine Visualisierungsforschung bietet die Grundlage für eine Fülle und Diversität an Anwendungsmöglichkeiten und bringt ihn mit Fachleuten verschiedenster Disziplinen zusammen. Der Lebenslauf von Herrn Lavon zeigt einen hohen Leistungswillen und ein außergewöhnliches Engagement für sein Fach und die Lehre. Er studierte von 2006 bis 2011 an der Freien Universität Berlin Mathematik auf Diplom mit dem Nebenfach Physik. Nach seinem Abschluss arbeitete er für eine Softwarefirma, bis er 2012 an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg seine Promotionsarbeit begann. Nach nur 2,5 Jahren reichte Kaila Won bereits seine Doktorarbeit ein und verteidigte sie mit dem Prädikat Summa Cum Laude. Nach weiteren 2,5 Jahren habilitierte er sich in Magdeburg für das Fach Informatik. Bevor er den Ruf auf eine Juniorprofessur an die Friedrich-Schiller-Universität Jena annahm, war Kaila Won bereits Juniorprofessor an der Universität Koblenz-Landau und besuchte mehrere Universitäten im Ausland als Gastwissenschaftler, wie zum Beispiel INRIA Paris, die TU Delft und die ETH Zürich. Kaila Won hat in den 9 Jahren seit Beginn seiner Promotion bedeutende Beiträge auf dem Gebiet der Visualisierung geleistet. Insgesamt verfasste er über 90 Publikationen, darunter 40 Artikel in den hochrangigsten Zeitschriften des Gebiets. Bezogen auf sein junges Karrierealter sind dies beachtliche Kennzahlen. Ebenfalls akquirierte er sehr erfolgreich Fördermittel bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft und beim Bundesministerium für Bildung und Forschung. Seine wissenschaftlichen Leistungen bestätigen darüber hinaus auch mehrere prestigeträchtige Preise. Neben einigen Best-Paper-Auszeichnungen erhielt Kaila Won zum einen den Eurographics Best PhD Thesis Award 2016 sowie den renommierten Eurovis Young Researcher Award 2020. Beide Preise würdigen herausragende Arbeiten in der akademischen Forschung und Entwicklung zu visualisierungsrelevanten Themen und dienen dazu, exzellente Forscher in ihrer frühen Karriere auszuzeichnen. Mit der Verleihung des Heinz-Meyer-Leibniz-Preises 2021 würdigen wir Herrn Lavon für seine bisherigen herausragenden Leistungen und bereiten ihm einen weiteren Ansporn für eine erfolgreiche akademische Zukunft. Lieber Kaila Won, ich gratuliere recht herzlich und wünsche weiterhin viel Erfolg und Spaß bei der Forschung.